trotzdem muss ich dann jetzt mal durchlaufen. Ich muss ja auch sicher gehen, dass hier gar nichts ist. So lange Gänge, da kann man immer irgendwas scripten, ne? Ist ja meistens so. Und hier liegen überall irgendwelche Leute, die aber wieder nichts haben. So ein kleines bisschen Entwicklungszeit hätte im Spiel, glaube ich, gut getan. Nicht viel. Das ist echt gut. Aber das mit dem Looten, ne? Also, dass man öfters mal was findet. Bisschen mehr Story und vielleicht andere Missionen. Nicht immer nur gehe hier hin, gehe dann dahin, gehe schon wieder hier hin und gehe nochmal dahin und ja. Okay, das ist dann der Zugang zur Brücke hier. Novacor, wusstest du schon? Wir waren die Ersten, die eine völlig autonome Stadt außerhalb der Erde geschaffen haben. Okay. Cool. What do you want? I'm not afraid of you! Das sagt er im Spiel. Nicht ich. Ich schon ein bisschen. Da läuft jemand. Das ist ein Gegner. Eingebackt. Nein, nicht leider nicht eingebackt. Ich lese schnell. Weird W. Etwas, das über unseren Verstand hinausgeht, ist geschehen. Das ist ziemlich offensichtlich. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ich genau weiß, was hier vor sich geht. Wir sind in der Hölle. Wir zahlen für unsere Sünden. Und Sünder gibt es jede Menge auf diesem Schiff. Doch Hölle. Hölle ist nur ein Wort. Die Realität ist viel, viel schlimmer. Ja, ich glaube. Brücke hier ist geil. Ist ja echt wie bei Alien. Oder? Nein, ist es nicht. Na komm. Hallo. So, der eine war das alles. Das ist doch mal geil, oder? Zockenspiel. Hört die Musik nicht auf. Ach da, wegen dir. Was ist los mit dir, ne? Hau doch mal ab. Scheiße, das macht jemand. Jetzt hab ich einen definitiven Problem. Should be clear now. Hau ab! Ich würde gerne die Brücke hier genießen. Ja, das hat schon gemacht und alles. Aber. Ja, ich habe nicht mehr einen Schuss. Ja, nicht von Heroin. Okay, Ziel. Gelangt zur Steuerung Kabine und entlüfte Fracht H3. Deck 1. Deck 2, um auf Deck 1 zu kommen, war das, ne? Genau, da war ja dieser Serviceaufzug. Aber ich habe null Schuss. Wissen die das? Das wissen die nicht. Also von dem Spiel. Oder? Hm. Ich kann mich da nicht durchscannen. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie viele Gegner hier jetzt noch waren, aber ich habe keine.
keine Mumie mehr, ey. Karte T, ist die Maschine am Leben? Gibt es einen Geist in der Maschine? Sind wir Geister? Ich denke, wir sind alle Geister, die im Rumpf eines Raumschiffs umherwandern. Wir sind hier eingeschlossen und wir werden nie hier rauskommen. Ich warte nicht. Ich werde frei sein. Ich habe eine Kugel für mich aufbewahrt. Einstellen oder was? Das ist ja echt. Super. Geil. Geil. Da kommen irgendwelche Leute auf mich zugerannt. Ich bin am Arsch. Sterbe ich. Das Kabel macht mich alle. Schon wieder. Ey, es ist unfassbar. Tod durch Kabel mal wieder. Was war das? Da kommen 20 Gegner auf mich zu. Wie soll ich das machen? Ich hab schon erwähnt, dass ich 0 Schuss hab. Ob ich irgendwie rechts da rumkomme oder was? Sieht doch das gleich, ich weiß es doch. Der spawnt da einfach vor mir. Ihr habt es gesehen, ja? Wie soll das funktionieren? Ich hätte mal woanders jetzt mal speichern sollen. Hey, das geht doch nicht ohne Tür. Wie denn? Jetzt die Ladezeit. Also, es tut mir leid mit den Ladezeiten. Ja. Ich meine, ich könnte es natürlich immer rausschneiden, aber so habe ich mal nicht mehr die Zeit, mit euch mal zu reden. Ja, ja, ist symmetrisch gebaut hier. So was mit den Gängen da. Also hinter mir spawnt immer einer. Vor mir. Gut, die Logik gebietet. Ich muss links lang. Und ich muss durch die vor mir durchrennen. Dann habe ich die Chance, in den Aufzug zu kommen. Nur dann. Links macht keinen Sinn. Am Arsch. Oh. Ja, ja. Du bleibst da mal schön liegen. Ich muss da gleich rennen. Das ist keine schöne Szene hier. Ist aber auch einfach nichts. Ne? Das ist ja auch ganz hinten links rein. Auf geht's. Hüah!
lauf doch! Lauf! 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 Ich war schon drin. Ja, was kann ich denn da anders machen? Ich weiß es nicht. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und ich muss erstmal wieder klarkommen. Okay, ich bin gleich wieder da. So, nochmal ein kleiner Sprung. Ich muss das jetzt einfach machen. Ich kann mich da jetzt irgendwie... Das muss irgendwie vorbeigehen. Ich kann mich das nicht aussuchen gerade. Ich muss an dieser Stelle vorbeikommen. Ich habe es gerade schon mal probiert, ja, ohne dass ich aufgenommen habe. Ich bin weiter gerannt. Ne? Also, das heißt, an der 4 vorbei, nach links, ja. Und das ganze Deck ist dann voller Gegner. Überall. Man kann die nicht kaputt machen oder sowas, ja. Das sind zu viele. Vor allen Dingen kommen die auch von hinten. Man muss irgendwie versuchen, in die 4 da reinzukommen. Ich versuch's einfach mal. Selbstverständlich muss dann Oh mein Gott. Und selbstverständlich muss dann der Aufzug funktionieren, ja. Es geht nicht anders. Ich renne einfach vorbei. Ich muss es versuchen. Wenn die mich einmal kriegen, ist Feierabend. Solche Stellen machen keinen Spaß. Ne? Geärgert, ja. Also ich hätte jetzt nicht einfach einen Quit machen können, ohne dass man da irgendwie jetzt ein bisschen weiterkommt. Weil da denkst du die ganze Zeit immer dran, so, ah, du hast keine Ahnung, wie du da weiterkommst und was willst du dann da machen. Einfach vorbeirennen, es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich bin ja nochmal richtig schön in das Elektrokabel reingerannt. Ich habe keine Energie, ich habe keine Munition, gar nichts an mir. Das ganze Deck war voll. Du kommst hier. They're using laser cutters. The door won't hold. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? I'm almost there. Hold on. They're going to kill me. H3. I can hear them calling for me. H3 ist hier. Jimmy, I'm already on deck 1. You're gonna be okay. Please hurry. Ja, aber ich kann jetzt nicht irgendwie platt machen, ne? Das geht jetzt nicht. Was ist das denn? Das ist ein Roboter. Hä? Ja, ich muss... Ladebucht? H3. H3 ist... Ja, doch, ich stehe davor. Ja.
Mikro rein. Gelange zur Steuerung Kabine? Was? Ach so. Ah, verdammt. Steuerung Kabine. Entlüftungssteuerung 6. Ja, hier. Hier. Und jetzt? Die Tür auf. Entlüftungssteuerung. Ich bin doch hier richtig, oder nicht? Ist jetzt auch kein Weg, wie man da reinkommen würde sonst. God help us all. Ha! You made it! Blew them out into space! Yeah. Ha! Hope you brought your masks, assholes! They were human beings, Jimmy. We did what we had to, but I don't see a reason to celebrate. Yeah, sorry. You're right. I'm just glad to be alive. Listen, I have good news and bad news. The bad news is that the door is completely messed up. I'm stuck here for the moment. The good news is that I learned something about these creatures. They seem to be feeding from the ship itself, from its power. What does that mean exactly? It means that we can shut them down. I've been working on a code that can do it. If we upload it to the security system and activate the defense matrix, these freaks will be fried. That almost sounds too good to be true. Tell me what to do. We're going to need a powerful transmitter. The VI core can be adapted to what we need. Deck 1. Bin auf Deck 1. Okay. Ich brauche aber hier irgendwie mal was. Keine Energie. Stell den CPU wieder her. 6. Wo? Oh. Ach, jetzt komme ich ins Ersatzteillager da hinten, ne? Warum steht denn da nicht wo? Stelle 6. CPU. Nee, ich weiß es nicht. Könnte überall sein. CPU 6 oder Dings mit 6, das wird ja nicht der Raum hier sein. Tja. Wo könnten wir das kriegen? Einmal sprechen. Lieber einmal zu viel, dann muss ich nicht, würde ich sagen. Ne? Thank you.
Okay, was ist das denn für ein kleines Räumchen? Das ist ein Räumchen, wo nichts drin ist. Warum nur? Da steht dieser Roboter, ne? Ich denke, da müssen wir lang. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, ne? Langer Gang. Eine lange Röhre sozusagen. Bewegt sich da irgendwas? I can't go through the fire. Maybe I can find a way to turn on the ventilation. Lüftung, ja, das ist dann aber die 6 Lüftungsstufe. Oder nichts. Das sollte es schon sein. Okay. Und wieder zurück. Aber dadurch wissen wir jetzt, dass wir auch wirklich hier lang müssen. Hätte ja auch Raum 1 sein können. Ja, jetzt ist es Raum 2. Tor 2. Und ich hoffe, da ist kein Zong drin. Steht noch da. Dann dürfen nicht in dieses Stromkabel hier reinrennen. Ja, ich versuche immer drum rumzugehen. Das ist nicht einfach. Das müsste jetzt Raum 6 sein. Aber wieso sollten wir jetzt da rein können? Ja, natürlich können wir jetzt da rein. Weil wir beschlossen haben, dass wir da jetzt rein können. Ventilationssystem offline, was? Das Licht einzuschalten. So, Licht ist immer gut. Okay, Ventilationssystem ist jetzt online. Aha. Ist aber immer noch ziemlich neblig hier. Glaube ich, Geräusche, die gerade nicht da waren. Die Musik ist auch nicht so vertrauenserweckend. Also ich weiß, wir müssten eigentlich eine Flashlight haben, aber ich habe alle Tasten ausprobiert. Wir haben keine. Also ich habe es irgendwo in dem Gameplay mal gesehen. Datenleak.